Diesen einen Fehler musst du wirklich als Immobilienmakler vermeiden. Und das nicht nur als Immobilienmakler, sondern als Mensch, als Businessperson, als Privatperson. Weil wenn du diesen einen Fehler nicht abstellst, dann wird es dir im Leben wirklich schwerfallen, die richtigen Lösungen zu entwickeln und überhaupt die richtigen Wege zu gehen, zu finden und zu gehen. Und zwar geht es um das Thema Herausforderungen, Probleme und Hindernisse. Und der Mensch, der hat einfach so eine ganz komische Eigenschaft. Im Prinzip könnte man fast sagen, ja, die ist doch total logisch, diese Eigenschaft, wenn man so macht. So geht man einfach vor. Das ist doch völlig normal, wenn man das so macht. Ja? Das macht doch jeder so. Ja? Und dann gibt es die Menschen, die sagen, ey, ich habe für jedes Problem sofort eine Lösung. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ich habe für jede Lösung ein neues Problem. Ja, wunderbar. Aber ist es denn wirklich so, dass ich für jedes Problem direkt eine Lösung brauche? Ist es überhaupt schlau, für jedes Problem direkt eine Lösung zu haben? Woher willst du denn wissen, ob du das Problem überhaupt richtig verstanden hast? Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, denn ich wette, ich behaupte sogar, dass die meisten Menschen, die für jedes Problem eine Lösung haben, zu 80, wenn nicht sogar zu 90 oder zu 95% das eigentliche Problem überhaupt nicht verstanden haben. Weil eine ganz wichtige Sache ist, du musst am Ende des Tages im Leben und im Business mehr richtig als falsch machen. Weil wenn du mehr falsch als richtig machst, dann wird es dir dreckig gehen, dann wird es dir schlecht gehen, du wirst es vermasseln. Und gerade als Immobilienmakler in der jetzigen Marktphase ist es enorm wichtig, mehr richtig als falsch zu machen. Weil die Konsequenzen im Leben daraus, mehr falsch als richtig zu machen, das sollten die meisten kennen. Denn am Ende des Tages sind die Konsequenzen daraus kein Umsatz, Klimmzüge am Brotkasten, Schwierigkeiten im Leben, ja, immer schön Berg- und Talfahrt im Leben, im Business, im Einkauf, in der Akquise und wo sonst noch. Also wenn du wirklich wissen willst, was du verändern musst, dann hör genau zu, denn ich werde dir in diesem Video verraten, wie das geht. Ganz kurz nochmal zur Herkunft. Wir haben ein Problem, wir haben eine Herausforderung, wir haben irgendetwas, was gerade nicht funktioniert. Dann glauben die Menschen, ach, es ist ja total klar, ich habe keine Kunden, ich brauche mehr Kunden. Cool, keine Frage, ganz einfach. Und jetzt, in dem Moment, ruft der sogenannte Online-Marketer an und verspricht dir viele, viele neue, frische Leads. Hey, das Problem ist gelöst, die Lösung liegt bereit. Wunderbar, let's go, lass uns Gas geben. Die Low-Hanging Fruit hängt da und ich brauche nur sie zu nehmen und reinzubeißen. Und schon sind all meine Probleme gelöst. Oder. Es gibt tausende von verschiedenen Beispielen, wo das ganz genau das Gleiche ist. Und wenn wir uns das mal an genau diesem Beispiel anschauen, dann stelle ich dir jetzt einfach mal die Frage, wenn du vielleicht in einer ähnlichen Situation bist, dass du zu wenig Aufträge hast, zu wenig Alleinaufträge, generell einfach dein Business nicht wirklich floriert und du kommst zu dem Ergebnis, du brauchst mehr Leads und du hast dann Online-Marketer eingeschaltet oder du kaufst vielleicht schon Leads, dann stellst du jetzt mal die Frage, hey, hast du einfach mal überprüft bei dir in der Vergangenheit, welche Aktionen denn überhaupt in deinem Business zu Alleinaufträgen geführt haben? Oder hast du mal überprüft, ob du vielleicht die ganzen Anfragen, die du bekommen hast von Verkäufern, überhaupt richtig bearbeitet hast? Ob du vielleicht viel mehr ein Einkaufsproblem hast, weil deine Quote gerade mal bei 20% liegt. Ja, das heißt, du sitzt bei 10 Menschen und du holst gerade mal 2 Aufträge rein. Was ist denn jetzt das Problem? Ist das Problem wirklich, dass du zu wenig Leads hast? Oder ist das Problem, dass du einfach keine Alleinaufträge, also ein nicht so guter Verkäufer bist? Oder du verkaufst deine Immobilien nicht
Und du denkst dir, hey, ich muss einfach noch mehr Immobilien einkaufen, weil die Vermarktungszeiten haben sich ja verlängert. Und am Ende des Tages muss ich einfach nur noch mehr Aufträge reinholen. Ja, du hast aber überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass du einfach die Immobilien zu viel mit viel zu hohen Kaufpreisen einkaufst und einfach noch nicht gecheckt, wie man wirklich professionell Bewertungen macht. Also, man könnte zum Beispiel sagen, man könnte nicht nur sagen, sondern es ist sogar Gewissheit und erwiesen, dass jede Krankheit nicht nur eine einzige Ursache hat, sondern in der Regel mehrere Ursachen hat, weil auch der Körper ja ganz verschiedene Reaktionen hat und damit auch ganz verschiedene Ursachen, die Folge dann Krankheit ist. Und genauso ist es im Business auch. Ja, woher willst du denn die Ursachen genau kennen, wenn du sie nicht untersuchst? Also zuallererst mal gebe ich dir jetzt mal einen kleinen Algorithmus, ja, was du überhaupt tun musst, um zu verstehen, wie du ein Problem richtig angehst. Ja? Und das allererste, was du brauchst, wenn du ein Problem hast, ist mal die Bereitschaft, und ich sage es nochmal, die Bereitschaft, dir das Problem überhaupt mal ehrlich und richtig anzugucken. Genauso wie du morgens in den Spiegel gucken solltest und dir die Frage stellst, ob du dich überhaupt wirklich magst. Ja? Und dass du dich überhaupt schon mal wirklich anschauen kannst. Das ist die erste Übung. Schau dir das Problem richtig an. Was ist da überhaupt los? Und in dem Moment, wo du beginnst, ein Problem wirklich mal anzuschauen und ich sag mal anzufassen, zu untersuchen, ja, das ist nichts Magisches, das ist auch nichts, was wehtut. Nein, du musst das Problem untersuchen. Du musst dir anschauen, was ist da wirklich eigentlich los. Dazu gehört natürlich ein bisschen Vernunft dazu, keine Frage. Und wenn man schon eh getriggert ist, dann fällt es einem nicht immer so leicht, vernünftig zu sein, weil man will ja jetzt ganz schnell, wie gesagt, das Problem lösen. Aber das ist einfach Bullshit. Das Problem schnell lösen zu wollen, ist Bullshit. Du musst es erstmal untersuchen. Also schau es dir genau an. Und dann schaust du dir überhaupt mal an, was für Kräfte wirken denn hier überhaupt? Was ist hier überhaupt los? Ja? Also, wenn du es dir angeschaut hast, dann stell dir doch mal die Frage, was sind denn überhaupt die Daten, was sind die Informationen, die Zahlen, die Daten, die Fakten, die Kennzahlen, die du hast, eben auf den unterschiedlichen Bereichen, in der Akquise, ja? Empfehlungen, Flyer und so weiter. Nimm ich mal das Beispiel Flyer. Wenn du deine Flyer-Aktionen gemacht hast in der Vergangenheit und heute zu dem Ergebnis kommst, Flyer sind totale Kacke, habe ich ein einfaches Beispiel für dich. Eine Kundin von mir hat 3.000 Euro ausgegeben, bei 18.000 Auflage über 200.000 Euro Umsatz gemacht. Es ist nicht das Flyer-Thema, was das Problem ist. Dein Flyer ist das Problem und dein Marketing ist das Problem. Wahrscheinlich hast du vielleicht gar keine Ahnung davon, wie das funktioniert. Oder irgendein Online-Marketer hat dir erzählt, dass Flyer totale Kacke sind und nicht funktionieren. Nein, ihr habt keinen Plan davon, wie man wirklich Marketing macht. Und das ist der wichtigste Job, erstmal zu verstehen, wie Marketing funktioniert. Damit fängt es erstmal an. Was muss ich denn überhaupt bei einem vernünftigen Flyer beachten? Ja, du kannst nicht Flyer wegschmeißen und austauschen, wenn du schon grobe, grundsätzliche Fehler machst. Also die Gesetze und die Regeln schon vom Grunde genommen nicht verstanden hast. Also da fängt es schon mal an. Genaue Zahlen, genaue Daten, genaue Fakten, genaue Kennzahlen zu untersuchen. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du erstmal anfangen auszuwerten, was ist hier eigentlich wirklich los. Denn Fehler, also wer mehr falsch als richtig macht, hat im Übrigen auch die Ursache, dass man falsche Auswertungen macht. Wer falsche Auswertungen macht, kommt zu falschen Ergebnissen. Ja, um es nicht zu abstrakt zu machen, wenn du eine Bewertung einer Immobilie einfach nicht korrekt machst, also falsche Datenquellen nutzt oder falsche Angaben machst, wie zum Beispiel falsche Wohnfläche oder die Nutzfläche zur Wohnfläche hinzurechnest, dann gibt es doch automatisch ein falsches Ergebnis. Also falsche Daten, falsche Auswertung, falsches Ergebnis. Somit falsche Entscheidung. Ganz einfach. Wenn du beim Verkäufer sitzt und am Ende des Tages
dem Verkäufer glaubst, dass seine Wunschvorstellung ja irgendwie schon mal man probieren kann, dann kommst du zu einer falschen Entscheidung, nämlich Wunschpreise der Verkäufer verkaufen nicht. Das wirst du wahrscheinlich auch tausendmal von mir hören. Funktioniert nicht. Also heißt, nochmal Problem anschauen, dann einfach mal gucken, untersuchen, was ist hier eigentlich los? Was sind hier die möglichen Ursachen für das Problem? Zieh alle Daten, alle Informationen, alle Zahlen, alle Fakten zu Rate. Fang an, die Dinge vernünftig, realistisch und zwar möglichst, das ist nicht immer einfach, ich weiß, ohne Emotionen auszuwerten. Und dann fängst du an, jetzt zu überlegen, was sind die Optionen, wenn du ordentlich ausgewertet hast? Und es gibt nicht immer nur eine Lösung, sondern du musst einfach mehrere Lösungen entwickeln, mehrere Strategien. Und nochmal, es gibt nicht nur den Heiligen Gral, es gibt überhaupt keinen Heiligen Gral, sondern es gibt nur eins, verschiedene Dinge, die dazu führen, dass du eine ordentliche und vernünftige Entscheidung kommst. Und meistens ist es eine Mischung. Und dabei brauchst du auch wieder verschiedene Stufen. Ja, sagen wir mal Entwicklungsstufe 1, Entwicklungsstufe 2 oder Lösungsstufe 2, Lösungsstufe 3. Und dann wird es vielleicht noch eine vierte und eine fünfte Variante geben, weil die ein Mix aus allem ist. Und wenn du das ordentlich gemacht hast, dann gehst du erst in die Maßnahmenplanung, in die Entscheidung rein, was du genau tun wirst. Und was ich dir auf jeden Fall raten muss und raten werde, ist, du solltest niemals eine Entscheidung ohne Experten und ohne Menschen zu treffen, die von einem bestimmten Thema sehr viel Ahnung haben oder mehr Ahnung als du haben. Und du solltest eins vermeiden, unterhalte dich nicht mit Holzköpfen, die weniger erfolgreich sind als du, ja, in irgendwelchen Makler-Diskussionsforen, ja, wo nur rumgejammert wird, sondern unterhalte dich mit Leuten, die erfolgreich sind, die das Business verstehen und die dir wirklich weiterhelfen können. Also fang an einfach, deine Probleme nicht linear nach, ach, ich weiß ja, und da ist ja schon die Lösung, Mist zu machen, sondern fang an, Probleme wirklich richtig zu untersuchen und damit dein Business auf ein neues Level zu heben. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg bei der Anwendung und bei der Umsetzung. Und kleine Übung zur Nacharbeitung dieses Videos. Geh doch einfach mal hin, schreib mal auf, was aus dem Video ist hängen geblieben und wie kannst du das, was ich in diesem Video dir erklärt habe, in der Praxis anwenden? Wie kannst du es in deinem Business noch heute anwenden und umsetzen und nutzen? Ich wünsche dir viel Erfolg dabei.